Herzlich willkommen zum Freitagabendspiel in Bremen, wo es für uns mal wieder darum geht, vorzeitig Druck auszuüben auf unsere Gegenkandidaten, quasi vor allem auf Borussia Dortmund. Allerdings werden wir da vor ordentlich Probleme gestellt. Also ich habe ein paar gute und ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Ich fange mal mit den schlechten Nachrichten an. Wir sind in einer richtigen Verletztenmisere. Ich fange einfach mal von oben an, dann werdet ihr sehen, um was es geht. Yannick Mosund, Knöchel verdreht, 4 Wochen. War am Anfang der Länderspielpause, das heißt, er ist jetzt langsam wieder fit. Potenz, Zerrung im Oberschenkel, 4 bis 5 Wochen. Barbado, gerade die Option gezogen, dass sein Vertrag sich verlängert bis 28. Bänderzerrung, 2 bis 3 Wochen. Maximilian Bayer, erneut verletzt, Rippenfraktur, 2 bis 3 Wochen. Castillo, Leiste gezerrt, 3 bis 4 Wochen. Und zu allem Überfluss auch noch Alejo Velez mit einer Bänderdehnung im Knie 5 bis 7 Wochen. Vielleicht sogar Saison aus, muss man schauen, je nachdem, wie die Rehabilitation verläuft. Naja, kommen wir zu den guten Punkten. Zum einen, Lugstein wurde verlängert, ist 2027 ausgelaufen, haben wir vorzeitig verlängert. Gechter hat verlängert, damit haben wir seine gute Entwicklung honoriert, frühzeitig zu einem guten Zeitpunkt und nur mit, ich glaube, 40.000 im Monat Gehaltserhöhung verlängert. Dann sind Schindo und Lugstein auf der Wunderkinderliste. Schindo auf 28, Lugstein auf 16 gerankt worden. Auch ganz schön, vor allem Schindo, der ja wirklich eine schwierige Zeit hat im Moment, dass er da honoriert wird. Und wir hatten einige Länderspieldebüts. Schindo wurde zwar das erste Mal berufen, ist leider nicht zu einem Einsatz gekommen. Aber wird sicher beim nächsten Mal klappen. Dazu haben wir aber die Länderspieldebüts von Aiwu und Lugstein für Österreich. Lugstein mit Tor und Vorlage im zweiten Spiel, also Top-Leistung. Brkljača mit dem Debüt für Kroatien. Erstes Spiel, erstes Tor, top gelaufen. Und Bayer und Gechter mit ihren Debüts für Deutschland. Vor allem Gechter zweimal 90 Minuten durchgespielt. Ja, gleiche gilt für Aiwu. Also da ein paar positiv auf sich aufmerksam gemacht. Den Rest an Nationalspielern kennt ihr ja. Insgesamt waren 27 Spieler mit den Jugendmannschaften unterwegs aus unserem Verein. Ich glaube, das ist langsam echt eine stolze Zahl, auf die wir da blicken können. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir mit unserer Reihe an Verletzten überhaupt eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bekommen gegen die Bremer, die da ja unten drin stehen. Wir wollen es natürlich so machen wie gegen Hoffenheim, auch wenn uns das Personal ein bisschen fehlt, wenn wir ein bisschen eingeschränkt sind. Auch unsere B11 ist eine super Elf, haben wir ja gegen Milan gesehen. Wie hilfreich ist es, wenn eine Mannschaft wie ihre zuletzt so regelmäßig trifft? Also eigentlich haben wir nur im letzten Spiel mal wieder 5 Tore gemacht, aber wir wissen ja mittlerweile, was die Presse dazu sagt, beziehungsweise dass die nicht weiter als 2 Spiele recherchieren. Deswegen den Spielern gebührt natürlich das Lob. Wir haben gegen Hoffenheim eine beeindruckende Leistung an den Tag gelegt. Ja, die wollen wir natürlich mitnehmen. Das Momentum ist auf jeden Fall bei uns. Und die Aufstellung sieht erstmal für Bremen wie folgt aus: im 4-4-2, das Thorsten Frinksche System. Und bei uns, ja, bisschen angepasst. Marco auf der 10 dahinter nimmt den Schwung vom Länderspiel mit. Francia vorne drin. Flick ersetzt Torreira. Aiwu in der Innenverteidigung. Und Bayer rechts hinten. Aiwu soll mal bitte auch sein Selbstvertrauen aus den 2 guten Spielen jetzt für Österreich mitnehmen. Da hat er 90 Minuten gespielt. Und das darf er gerne jetzt auch in der Bundesliga zeigen. Die erste Elf sieht noch sehr ordentlich aus, aber gerade die Bank wird dann vor allem offensiv etwas dünner. Wir schauen einfach, wie das Spiel läuft. Vielleicht brauchen wir sie ja gar nicht. Mauso und Chindo übrigens beide dabei, obwohl sie nicht fit sind, werden wahrscheinlich auch nicht zum Einsatz kommen. Ja, das macht fitnesstechnisch keinen Sinn, sind auch vom Arzt nicht freigegeben, nur dass die Bank gefüllt ist. Sitzen die beiden jetzt eben mal noch mit dabei. Hätten wir auch einen Jugendspieler mitnehmen können, aber davon haben wir eigentlich gerade genug da. Deswegen, beziehungsweise was heißt gerade genug? Oh, da hatte ich schlechter Ballkontakt. Aber jetzt, weil wir auch schon Simon hochgezogen haben und so weiter, muss ich da jetzt nicht unbedingt noch weitere hochziehen. Warten wir erstmal ab, was wir hier so veranstalten. Jordan Bayer, langer Ball raus auf Lukas Mekka, der nimmt den mal als Volley. Kann man machen. Ja, zeigt Selbstvertrauen. Und bisher die Bremer. Ja, stabil am Dagegenhalten. Aber die Möglichkeit bei uns. Martin Dardai, oh, knallt an die Latte. Guter, guter Freistoß.
Und jetzt wieder die Ecke übernimmt auch er, vielleicht genauso gefährlich. Kommt auf jeden Fall rein. Hinten war Gechter, der kriegt ihn nicht. Mekka bringt den nochmal rein. Kommt nicht ganz, aber Gechter hat ihn. Schickt die Linie Rooney. Der braucht den auf links. Na klar. Findet Bayer. Abpraller landet bei ihm. Marco Mekka. Ja, der weiß das natürlich heute. Kommt es vor allem eben auch auf ihn an. Weil es vorne keinen Torjäger drin gibt. Beziehungsweise Mateusz Franca kann das natürlich auch. Aber das andere ist, wenn ein Maxi Bayer und ein Alejo Velis mitspielen. Das heißt, da muss natürlich auch von Lukas ein bisschen mehr kommen. Da muss von Rooney ein bisschen mehr kommen. Vielleicht auch von Marco. Je nachdem. Ja, bisher keine so torgefährliche Partie. Hier läuft über uns Mekka. Schön durchgesteckt. Mateusz Franca, aber ich glaube, es war abseits. Müssen wir einmal auf den Schiedsrichter warten. Was er sagt. Und der sagt, aberkannt, ne? Ja. Schade. War ein super Angriff, super Konter gespielt. Aber leider, ja, doch ein deutliches Abseits hier. Klasse Pass von Mekka. Naja, geht's weiter. Bremen hat ja erstmal noch nichts entgegenzusetzen. Marco verliert den Ball. Jetzt könnte es mal einen Konter geben. Alvaro Giallo geht vorbei an Bayer. Geht da viel zu leicht vorbei. Geht auch an Alvu. Ein bisschen zu leicht vorbei. Erster Abschluss der Bremer. Friedel probiert es nicht mit einem weiten Einwurf. Können wir gut verteidigen. Alvu, dann langer Ball. Dann hätten wir eigentlich kontern können. Bayer hier nicht mit der Balleroberung. Und Giallo, das war jetzt aber abseits, ja. Okay, Bremen wacht so ein bisschen auf, das heißt, dem müssen wir entgegenwirken. Gucken wir, ob wir da vor der Halbzeit vielleicht noch das 1-0 irgendwo rausbekommen. Björkan Altay auf Dardai, der verliert den Ball, schläft da kurz ein. Füllkrug mit der Möglichkeit. Gerade Dardai, der muss jetzt wirklich zeigen, was er kann. Möchte natürlich auch nochmal mit zur WM, ist aber jetzt im letzten Testspiel, beziehungsweise in den letzten Testspielen nicht für Deutschland berufen worden. Also da muss er eben dem Ralf Rangnick auch mal zeigen, wie wichtig er sein kann oder wie wichtig er ist. Und Franca setzt den Schlusspunkt mit einer vergebenen Großchance. Mal wieder der Kopfball bei ihm, 6 Schüsse, keiner aufs Tor, das ist natürlich zu wenig. Aber wir haben gut gearbeitet, holt euch jetzt den Sieg. Verteidigung steht gut. Weiter so, Mittelfeld, komm, geht ein bisschen besser. Und Sturm, Mateusz. Komm, Junge. So, rein geht's. In Halbzeit 2. Leichte Veränderung. Wir gehen offensiver. Wir reißen das Spiel jetzt richtig an uns und werden versuchen, Bremen da im Dauerfeuer zum Gegentor zu zwingen. Und gegebenenfalls natürlich Mateusz stand zurück auf die 10. Vielleicht mit einem neuen Stürmer, vielleicht mit Mekka vorne rein. Aber am liebsten wäre mir natürlich, wenn er das Tor macht und trifft, weil viele Alternativen haben wir da nicht mehr. Gieselmann bringt den direkt, wird geklärt. Wieder Gieselmann. Mangala, gut aufgepasst von Dardai. Marco macht schnell. Mateusz Franca ist durch. Popper an den Pfosten und dann lauf doch hinterher, Junge. Lauf doch nach, den hättest du doch gerade reinschieben können. Riesenchance für Mateusz. Leider nicht so viele Alternativen. Rooney funktioniert nicht so ganz. Mekka geht jetzt rüber. Diomande kommt rein. Für Flick kommt Ouédraogo. Ja. Gutes Tackling von Hasan. Gerade reingekommen. Jetzt zeigen, was er ganz schöner Ball auf Diomande. Der hat viel Platz, verschleppt aber das Spiel so ein bisschen. Hasan mit Dardai. Marco steckt ihn durch. Steckt ihn auf der anderen Seite durch. Mekka. Riesenchance. Schießt aber da quasi Popper an. Der hat gar keine Möglichkeit, überhaupt aus dem Weg zu gehen. Die Dinger müssen rein. Lukas Mekka, Riesenchance. Marco kommt fast hin. Dardai legt ihn sich vorbei. Geht erstmal hinten rum. Jordan Bayer, Ouédraogo, Björkan, Diomande, Marco. Wieder Eckball. Dardai versucht ihn nochmal scharf zu bringen. Alvu kommt nicht hin. Ball bleibt bei uns. Mateusz Franca dann erst mit dem schlechten Kontakt, dann verliert er den Ball. Ich glaube,
Das ist nicht seine Partie heute. Lukas Mekka wird vorne reinkommen. Yataren über rechts. Poetra Ogo auf die 10 für einen guten, aber erschöpften Drückeljatscher. Torreira kommt rein. Und dann war es das erstmal mit Wechseln. Ich bin dann nochmal überlegen, klar. Vielleicht sogar ein Uremovic. Rechts hinten für Jordan Bayer. Die aber auch offensiver, gerade Björkan möchte ich jetzt offensiv mit dabei haben. Torreira als Box zu Box. Tempo höher, kreativer spielen. Ja, wir müssen Gas geben, um jedes eine Tor noch zu machen. Yatarin mit Dardai. Bayer. Film für Torreira. Diomondé nimmt Björkan außen mit. Der könnte den scharf reinbringen. Trifft aber erstmal nur den Gegenspieler. Torreira bringt ihn durch. Diomondé abgefälscht. Mekka an die Latte. Ja, ob Lukas dann der Richtige ist für da vorne drin. Wenn der da jetzt auch schon reihenweise große Chancen vergibt, weiß ich nicht. Uedra Ogo kann den nicht festmachen. Und das Dabur verliert ihn aber an Lukas und Mekka und der verliert ihn auch wieder. So, und dann die Balleroberung. Ihattaren kriegt ihn nicht durchgesteckt. Orel Mangala verliert den Ball an Torreira. So, und jetzt mal ruhig hinten rum aufbauen, neuer Angriff. Kommt schon, Jungs. Aivu. Uremovic. Dardai. Torreira. Torreira, schöner Ball raus auf Diomondé. Der bringt den auf Lukas Mekka. Und das ist so ein wichtiges, wichtiges Tor. Hochverdient und ganz wichtig. Jetzt werden wir wieder ein bisschen defensiver gehen. Diesmal ganz zurück. Torreira. Ja, vielleicht sogar so, dann ist er ein Tick defensiver. Uedra Ogo hilft. Die drei bleiben vorne. Tempo machen wir ein bisschen ruhiger. Spielen wieder diszipliniert. Und bringen das jetzt einfach nur über die Bühne. Ein 1-0-Sieg reicht mir hier schon vollkommen. Hauptsache gewonnen. Man muss nicht jedes Spiel 5-1 gewinnen. Gerade jetzt in der Phase kommt es eben darauf an, die Spiele überhaupt zu gewinnen. Mal gucken, ob von Bremen noch was kommt. Diomondé mit der Balleroberung. Björkan, Gechter. Yataren, Aivu. Dardai zusammen. Mo. Aivu, Schippball ins Nirgendwo. Amos Pipa nimmt den runter. Aber Björkan passt sehr gut auf. Geht dazwischen und jetzt könnte es nochmal den Konter geben. Diomondé bringt den flach rein. Wird aber noch nicht ganz geklärt. Mo Ihattaren aus der Drehung nochmal Diomondé. Gute Möglichkeit hier. Björkan. Bleibt den Ball nochmal mit Mekka, Torreira, Uedra Ogo und Morten Dardai. Mekka, schöner langer Ball raus auf Mo Ihattaren. Der geht durch an vorbei an Elas. Auf Mekka und nächste Riesenchance für den Jungen. Wichtig ist, dass er mal eine gemacht hat. Ja. Gute Parade von Popa. Dardai mit der Ecke lässt sich da jetzt schon viel Zeit. Pieper kann den nicht richtig klären. Ball kommt nochmal rein. Mangala dann aber. Und Ihattaren mit einem schlechten Ballername. Siri. Kann angreifen für Bremen. Riedel wollte mal. Mangala raus auf Jalo. Aber Björkan vor ihm am Ball. Sehr gut. Gerade die Defensive muss jetzt kämpfen. Die letzten Minuten. Aber wir machen offensiv auch nochmal Druck, weil wir frische Jungs haben. Ihattaren verliert ihn an Elas. Und Caligari mit dem Stoppfehler. Diomondé holt ihn sich. Torreira, klasse Pass für Mekka. Stand aber im Abseits und hätte die große Chance sowieso vergeben. Opa, Friedel. Super. Langer Ball landet bei Altay. Ja, der macht es dann unnötig schnell. Ball kommt irgendwie durch zu Woltemade. Der haut ihn aber drüber. So, und jetzt können wir das in aller Ruhe runterspielen. Mo Ihattaren, Dardai, Torreira, Uedra Ogo. Jetzt geht es nur um Ball halten. Wir haben ja noch vielleicht 4 Minuten zu gehen. Linie lang. Mo in den Rückraum. Torreira. Popa muss den drüber fausten. Und es gibt tatsächlich 4 Minuten Nachspielzeit. Das heißt 5 Minuten insgesamt noch. Ein Kopfballtor wird uns natürlich helfen. Aber Dardai möchte die Ecke lieber selber schießen.
Haben wir überhaupt noch große Jungs jetzt drin? Mecha und Uetraogo. Und unser Verteidiger. Mecha. Yataren. Zu Diomonde. Kriegt er den rein? Nee. Elas holt den sich. Salo Calegari. Gibt's die Kontermöglichkeit? Siri. Mit Mohr zusammen. Der chippt den, aber gut aufgepasst von Aivu, Uremovic, Stardai. Und es geht wieder in die andere Richtung. Mo Ihattaren versucht auf den Mecha durchzustecken, kommt aber nicht an. Jetzt muss Uremovic mit Mohr, wollte mal da, aber abseits. Der war doch abseits! Och nein. Der war abseits oder nicht? Nein, weil er hier hinten aufgehoben hat, glaube ich, ne? Hä? Och nein, wegen Björkan. Scheiße. Gut. Wir gehen wieder volle Offensive, beziehungsweise, wartet mal. So. Torreira, rechter Flügelspieler heute. Da hat er hier nochmal als zurückgezogener Spielmacher Uetraogo kommt rein als Stoßstürmer. Diomonde, Ihattaren auf die 10. Ich weiß nicht, ob es noch was bringt. Wir versuchen aber natürlich alles, um hier nochmal das Tor zu bekommen. Gegenpressing, Konter, schnell fortsetzen, lange Abschläge. Na gut, Bremen war wieder mit so einem Last-Minute-Tor. Es ist irgendwie, ja, haben sie da Gefallen dran gefunden. Und jetzt machen wir noch die Fehler. Wollte mal, der Elas. Linie lang, Mangala, gut von Aivu. Gibt Ecke. Vielleicht kriegen wir einen Konter raus. Da erklärt den, Calegari. Wird geblockt, Pieper probiert es nochmal. Der kann jetzt raus. Steht da jemand? Nee. Warum sind wir da nicht eng dran an Elas? Setzt ihn unter Druck. Weiter Einwurf, Torreira macht ihn fest. Aivu raus für Björkan. Komm, da geht was. Diomonde. Schlechter erster Kontakt, macht dann aber Tempo. Lukas Mecha und Uetraogo war ja 500 Meter abseits. Warum wird der überhaupt angespielt? Ja, ich wollte gerade sagen. Mann! Wieder unnötige Punktverluste, weil man einfach seine Chancen nicht macht. Ganzes Spiel überlegen und dann kriegt man hinten so ein dummes Gegentor. Ich meine, an sich haben wir ein super Spiel gemacht sogar. Mit Franca schwach, Rooney schwach. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. So viele unnötige Unentschieden. Ich schäme mich tatsächlich wirklich. Dass er es dann nicht schafft, obwohl ich sogar den Außenverteidigern sage, die sollen hinten bleiben, dieses eine Ding zu verteidigen und Björkan einfach komplett pennt und es abseits 10 Meter aufhebt. Und Freunde, wenn ihr auf die Tabelle guckt, dann seht ihr schon, dass wir wieder unverschämtes Glück hatten. Nach unserem Last-Minute-Fauxpas gegen die Bremer hat Dortmund am Samstag mit 2 roten Karten gegen Stuttgart nicht gewinnen können. Sehr gut für uns. Und Janet ist schon wieder eine rote Karte. Ne? Also der ist, ich muss gucken. Hier, Vitali. Ja. 2 rote Karten in den letzten 3 oder 4 Spielen. Naja, ja, Glück für uns. Wir sind weiterhin nur 1 Punkt hinter Dortmund. Da ist noch alles offen. Eintracht gewinnt zwar, aber gut, sind damit auch immerhin noch 2 Punkte hinter uns. Leverkusen gewinnt wieder. 3-1 gegen Freiburg. Ganz, ganz wichtig. Augsburg mit einem 3-0-Sieg gegen Mainz. Auch sehr, sehr wichtig. Hoffenheim mit einem 3-0-Sieg gegen Köln. Damit sollten die endgültig aus dem Abstiegskampf raus sein und schon eher wieder ein bisschen Richtung Europa schielen, sind ja immerhin nur 5 Punkte. Bayern gewinnt gegen Union und langsam dürfte die Meisterschaft offiziell werden. Gut, sind nur 5 Punkte, weil Leipzig auch gewinnt. Wolfsburg gewinnt dann auch mal wieder.
Aber also 5 Punkte nimmt man Bayern in 5 Spielen eigentlich nicht mehr. Egal in was für einer Form sie sind. Ja, und damit. Es ist weiterhin nur ein Punkt. Aber wenn man sich überlegt, wir sind seit 11 Spielen, glaube ich, ungeschlagen, davon aber 6 Mal unentschieden gespielt, hätten wir davon nur 2 gewonnen, dann wären wir jetzt bei 51 Punkten und 3 Punkte vor Dortmund. Aber ja, die Jungs haben andere Pläne, die wollen es spannend machen. 6 Punkte haben wir auf die Conference League, also Europa League sollte es zumindest auf jeden Fall sein. Ich möchte aber natürlich eigentlich wieder Champions League spielen. Ich könnte mich zwar mit der Euroleague auch anfreunden, in dem Sinne, dass ich glaube, dass wir eine der stärksten Mannschaften dort wären und ziemlich weit kommen könnten und natürlich auch international ein bisschen schonen können, dass wir nicht wie in der Champions League wirklich diese Dreifachbelastung haben, weil wir Champions League immer mit der Top 11 spielen müssen. Aber trotzdem, gerade vom Prestige her und so weiter, würde ich schon gerne Champions League spielen. Und das muss ich den Jungs irgendwie jetzt eintrichtern, dass sie da jetzt nicht in den letzten Spielen reihenweise die Punkte liegen lassen. So. Gut, jetzt geht's gegen Gladbach nächsten Sonntag in einer Woche. Und ja, ihr seht, die haben das letzte Spiel jetzt wieder verloren gegen Frankfurt. Das heißt, dann können sie auch gegen uns verlieren. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, ist Brian Brobbey. Und sonst holen wir uns die 3 Punkte gegen Gladbach. Bis morgen.